Hallöchen zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich wieder hier bei Siedler 2, die nächste Generation. Und ja, diesmal hoffentlich mit etwas besserem Bild. Und ich habe festgestellt, dass OBS doch irgendwie nicht ganz so das mag. Und ich habe ein bisschen an den Render-Einstellungen rumgespielt und es ein bisschen verbessert und blablablablub. Aber irgendwie ist es nach wie vor nicht optimal, deswegen bin ich jetzt auf meine alte Tante Hertha. Die alte Tante Fraps wieder umgestiegen und ja, ich weiß nicht, das Bearbeiten von Videos dauert hier zwar immer, weil Files so groß sind und ich die nicht direkt importieren kann und blablablablub, aber irgendwie Qualität ist halt echt noch am besten hier. Gut, ich hoffe ansonsten, dass Ton und alles passt, weil das ist natürlich auch wieder anders geregelt hier anders. Ach Gottchen, das dauert noch, bis sich das alles hier eingespielt hat. Egal, wir wollen jetzt erstmal weitermachen hier. Das geheimnisvolle Tor hat die Siedler an einen unbekannten Ort verschlagen. Auch die Bewohner hier sehen ganz anders aus als erwartet. Oh ja, das gibt's ja wohl nicht. So, was erwartet uns hier? Land am Nil. Der warme Wind säuselte über unseren Köpfen und flüsterte in seiner ihm eigenen Sprache, die wohl nur er verstand. Hier war es ebenso karg und sandig wie nach den ertragslosen Jahren in unserer Heimatstätte. Aber es war auch viel wärmer. Einige Pflanzen und Tiere schienen sich bei näherer Betrachtung diesem Klima vortrefflich angepasst zu haben. Ja, vortrefflich, würde ich sagen. Ja, das heißt, Bauernhöfe bauen wird hier schon mal sehr lustig. Das können wir eigentlich fast vergessen. Hier unten geht ein bisschen was, aber das wird lustig. Entweder musste die globale Erwärmung an diesem Ort besonders extrem ausgeprägt gewesen sein, oder das mysteriöse Tor hatte uns sehr weit von zu Hause weggebracht. Die Klimaerwärmung, da geht's also schon los mit der Klimaerwärmung. Ja, Wahnsinn. Das ist natürlich schon mal richtig gut hier. So, also, was tun? Als erstes, wir können jetzt mittlerweile schon eine... Ach, guck mal, wir können schon einen fetten Wachturm bauen und... wow. Wir können schon so fette Sachen hier bauen, das ist ja heftig. Okay, wir bauen trotzdem erstmal nur eine Baracke und hier hinten ein Fischerhaus hin. Und hier vorne gleich erstmal wieder zwei Sägewerke. Das Prozedere kennt ihr ja. Das ist jetzt nichts Neues. So. Dann müssen wir uns hier nach hinten irgendwie so ein bisschen ausbreiten. Das heißt, hier hinten auch eine Baracke hinbauen und hier dann vielleicht einen Förster und einen Holzfäller. So, das Problem ist, jetzt haben wir hier schon eine Dreierstrecke. Ah, übrigens, ihr seht, wenn ihr das hier, dieses Zeichen, dann heißt das, es geht bergauf. Das heißt, keine Höhenveränderung und das ist natürlich am geschicktesten, wenn wir einfach ganz plan so rüberlaufen. Ist am simpelsten. So, Brunnen könnten wir theoretisch auch gleich reinknallen. Lasse ich aber erstmal noch. Ich behalte mir aber den Bauplatz auf jeden Fall hier offen. So, Baracke da unten. Ganz wichtig. Dann, was noch? Könnten wir... Ja, ich könnte hier noch ein weiteres Forsthaus bauen und dann noch einen zweiten Holzfäller. Okay, erstmal, das war so eine so ein Grundstock an Holz bekommen. Und dann arbeiten wir uns hier so ein bisschen voran. So, haben wir hier eine Baracke. Hier unten werde ich dann einen schönen Bauernhövle bauen. Können wir eigentlich direkt schon machen, ne? Ne, ich will den lieber hier hinbauen. Da hat er noch ein bisschen mehr Gras um sich rum. Ja, hier Fischerhütte wird gebaut. Hier hinten können wir dann... Ach, Mensch, das... Ha! Die Baracke habe ich ganz vergessen anzubinden. Hier hinten können wir uns dann mit ein paar Geologen gütlich tun. Da kommen wir aber jetzt noch nicht ran. Okay. Man könnte theoretisch auch hier übers Wasser rüber. Dafür haben wir Boote. 12 Stück. Flöße. Entschuldigung. Floß. Die reichen allerdings nicht sehr weit. Das heißt, die Strecken können wir nicht sehr weit machen. Aber theoretisch könnte man halt hier so rüber bauen. Und dann hier hinten zack und da. Dann könnte man hier so rüber. Wäre ganz witzig. Könnte man eigentlich so aus Gag mal machen, aber naja, brauche ich jetzt auch nicht. Nur aus Gag. So, wie sehen unsere Rohstoffe dann eigentlich aus? Was haben wir denn alles? Wir haben 2 Sägen, wir haben 8 Sensen, also das heißt eigentlich rohstofftechnisch sieht das sehr schick aus. Wir haben 51 Soldaten nur, das ist nicht ganz so viel, aber immerhin reicht. Reicht noch.
Und, also 52, wir können den theoretisch herausholen. Und ansonsten 4 Schreiner, 4 Sägewerker von Anfang an. Das heißt, ich baue gleich noch ein Sägewerk. Sache ist, wo gibt's Steine? Hier sieht's aus, als wäre hier ein bisschen Stein, aber das ist nicht viel. Und wir haben 68 im Lagerhaus. Okay. So, Bauarbeiter brauchen Hammer. Da haben wir aber auch noch 16 von, das ist ganz gut. Und wir sehen, im Moment werden jetzt nur unsere ganzen Bretter hier rausgeholt. Und die Fische schon mal produziert, das ist immer ganz schön, weil wenn man eine Fischerhütte gleich am Anfang hat, kann man schon mal so ein bisschen was nachholen. Guck mal, der ist hier hinten hingelaufen und angelt jetzt hier so ganz gemütlich. Oh ja, ja, ich warte hier mal. Ich guck mir das mal an. Ja, theoretisch könnte ich hier jetzt auch schon mal ein bisschen die Geschwindigkeit erhöhen. Ach, hier hinten sind die ganzen Steine, da muss ich also hin. Okay. Und hier sind auch Steine. Okay, da sollte ich dann auch irgendwie hin. Das ist auch noch ein bisschen näher. Was jetzt auf jeden Fall hier auch ist, wir haben einen Gegner, und zwar den gelben. Vielleicht ist es auch kein Gegner, vielleicht ist er erstmal auch freundlich. Man weiß es ja nicht. Wir müssen ihn ja nicht gleich klatschen, nur weil er da ein Einheimischer ist und wir hier gerade mal so kommen. Hier können wir einstellen, größere Region, Anzahl der Gebäude, sehen wir alles, was... Also das ist auch ganz cool hier übrigens bei Siedler 2, man sieht immer, was der Gegner macht, man sieht alles. Zustand der Wirtschaft hängt vor allem von Waren ab und wie sie produziert werden und weiterverarbeitet werden und so weiter. Hergestellte Münzen ist klar, ist bei 0. Produktivität heißt auch hier, ne, wer wie viel, wie gut arbeitet. Besiegte Soldaten können wir eigentlich auch erstmal vergessen. Also Anzahl der Gebäude ist eigentlich erstmal das Wichtigste. Ich weiß nicht, warum schon 12 steht. Wir haben nämlich noch keins gebaut. Also doch, 2 sind fertig. Aber, naja, ansonsten noch nicht so viel. Globale Wirtschaftseinstellung, das ist ja wieder wichtig. Ich weiß nicht, warum hier immer so viel auf Goldbergwerk gelegt wird. Kohlebergwerk ist definitiv das Wichtigste von allen. Danach können wir Gold und dann meinetwegen Eisen, aber Kohle, ohne Kohle geht nichts, weil Kohle braucht man für die Münzen, beim Gold dann und fürs Eisen und das hat nun mal Priorität. Ist so. Ist so. Ja, hier auch, Münzprägerei, das ist ganz wichtig, das ist in Ordnung so. Ja, Holz braucht man auch in der Schlosserei und in der Werft. Ist aber auch ganz vernünftig, dass vor allem zu den Baustellen zu schicken, finde ich. Kann man mal machen. So. Die Baracke ist im Bau, da fehlen aber noch 2 Holz. Ja, wir sehen, das ist sehr tragisch hier. Das große Problem ist nämlich auch, dadurch, dass wir hier nur einen Weg haben, dauert das echt lange hier. Irgendwie man da gar nicht mehr rum. Nein, ich möchte nicht die Fahne abreißen. Nee, da kommen wir auch echt nicht nirgends hin, ne? Krass. Das ist schon krass hier. Okay. Ja. Also dadurch, dass hier halt nur ein Weg ist, der jetzt im Moment die ganze Siedlung bislang versorgt, ist das ein bisschen problematisch. Aber mal gucken, wir werden das schon noch irgendwie hinkriegen. Also hier der Förster, der pflanzt da fröhlich, der Förster pflanzt auch fröhlich. Und ich mache jetzt einfach mal die Zeit ein bisschen schneller, weil dann müssen wir nicht warten, bis hier alles fertig wird. Blum, 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 blum. Verschiedene Meldungen anzeigen, ja. So, Baracke ist gleich fertig. Da können wir die Goldmünzen zuviel ausschalten. Und die Sägewerke werden jetzt auch langsam fertig. Das dauert ja auch. Wahnsinn. So, der Soldat kommt. Und die ist zu 87% fertig. Okay, dann haben wir noch ein bisschen Zeit. So, wir können jetzt uns hier weiter ausbreiten. Das ist doch perfekt. Und hier baue ich einen Bauernhof hin. Und hier unten auch noch einen. So, das war schon mal hier Bauernhöfe. Da haben, na gut, weiß nicht, die werden jetzt nicht so wahnsinnig viele Felder hinkriegen können. Machen wir so. So, den Bauernhof, ja, das ist natürlich doof jetzt. Wenn ich da baue... Nee, so nicht. Nein, sorry. So nicht, ich möchte so rum, wenn bauen. Okay. So, ist gut. So, dann sind die beiden Bauernhöfe schon mal angebunden.
Und dann kann ich hier noch eine weitere Baracke reinbauen. Ach, das ist doof mit dem Bauernhof. Ach doch, der kann genug Felder bauen. Das Problem ist immer, ich will mal möglichst sämtliches Gebiet um den Bauernhof rum frei halten. Das gelingt mir nur selten, weil irgendwas ist da halt immer im Weg. So, hier können wir schon... Wo ist eigentlich die Karte? Wie sieht die Karte eigentlich aus? Ach, da oben ist das Tor. Okay, und da sind auch die Gelben. Verstehe. Das heißt, in die Richtung kann ich eigentlich echt ganz gemütlich mit Baracken weiterbauen. Okay, dann muss ich also keine große Angst haben. Das ist entspannt. So, das heißt, hier sollte ich jetzt anfangen, Mühle und sowas zu bauen. Wenn ich hier die Bauernhöfe habe, dann bleiben wir hier dabei ein wenig... warte mal, ich reiß den mal ab hier. Bauen wir hier nämlich einen Steinmetz hin und hier die Baracke. So, das Coole beim Steinmetz ist nämlich, der kann tatsächlich alles. also der baut die Steine auch außerhalb vom Gebiet. Da kommt man nicht durch. Ernsthaft? Ach, weil der jetzt gerade anfängt zu schaufeln, der Depp. Och, nö. Jetzt kacke hier. Na komm, wir sind halt. Dann machen wir so. Da habe ich jetzt keine Lust drauf. Da habe ich jetzt keine Lust drauf. So, dann bauen wir hier unten noch einen Fischer hin. Der kann dann hier fröhlich... Hier, dann bauen wir hier, da reißen wir die Fahne auch wieder ab, dann machen wir es so. So, hier können wir jetzt erstmal einen Geologen rufen. Und nach hier gehen wir mal... Soll ich da schon irgendwie was Fettes bauen? Ah, der ist noch so weit weg. Bauen wir mal eine Wachstube hin. Das ist dann ein wenig was anderes. Dann schon mal einigermaßen. So, hier bauen wir runter. Naja, diese Autowege sind schon, die automatischen Wege sind schon immer ein bisschen lächerlich. hier bauen wir so rüber mit einer Baracke. Ist das okay? Ich glaube, das können wir so machen. Okay, dann könnte man hier überlegen, schon mal irgendwas zu bauen, weil wahrscheinlich hier das Ganze dann irgendwie gebraucht werden wird. Das heißt, wir bauen hier am besten ein paar Schmieden hin. Ich baue die Schmiede lieber hier hin. Das ist natürlich auch das Schöne hier bei solchen Geschichten. Und hier auch noch eine weitere Eisenschmelze. So, dann machen wir hier die Eisenschmelzen. Zack, zack. So, haben wir hier Verbindung. Und so, von hier können wir dann zu dem Berg rüber. Und da gucken wir natürlich auch erstmal nach, was da so ist. Hier haben wir schon mal Kohle, also schon mal toll. Also schon mal sehr schön. Hier unten wollte ich noch einen Holzfäller bauen. Jupp, sehr gut. Und dann warten wir erstmal ganz in Ruhe, was sich so hier tut. Da gibt es dann auch nochmal eine Kohlemine. Sehr schön. Gut, wunderbar. Wunderbar. So wollen wir es auch sehen. Lässt sich doch ganz gut an. Ja, das Sägewerk hat noch nicht so mega viel Holz drin. Da können wir eigentlich dafür sorgen, dass noch ein bisschen was rausgeholt wird. Achso, der schleppt noch nicht. Beziehungsweise der hat ganz schön zu tun da, so ganz alleine. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. So, hier oben, ich baue mal hier hin. Ich baue hier den Brunnen hin. Ich glaube, das ist besser. Ja, an den Weg ran, das ist okay. Das muss man halt auch mal gucken. Ich achte da irgendwie leider auch nicht so oft drauf, dass nicht alle Wege plötzlich an einer Fahne enden. Weil ja zum Beispiel, wenn irgendjemand irgendwas ins Gebäude bringen muss, zum Beispiel der hier, der muss ja echt schuften. Der bringt dann die Bretter, die Hölzer da rein und die Bretter muss er auch ins Hauptquartier immer reinschleppen. Das sind natürlich nur ein paar Meter mehr, die er da zurücklegen muss. Deswegen ist das Ganze gar nicht so geil. und alles so ein bisschen schwieriger dann auch und da staut sich dann halt gerne mal was an. Deswegen sollte man auch wirklich versuchen, möglichst früh irgendwelche Lagerhäuser hier zu bauen. Das mache ich hier jetzt auch schon mal gleich, wenn wir schon dabei sind. Und dann kann ich hier hinten auch nochmal eine weitere Schmiedehütte bauen, theoretisch. Ja, dann haben wir nämlich hier dann auch direkt den Kontakt. So,
haben wir direkt hier so einen kleinen Kreisverkehr eingerichtet. Und der gute Geologe hier, der schaufelt jetzt so ein bisschen rum. Militärgebäude besetzt. Na, sehr gut. Dann können wir hier auch uns weiter mit Baracken, würde ich sagen, einfach voranarbeiten. Das ist alles nicht so dramatisch hier. Hier sollten wir dann halt auch so langsam anfangen, hier sowas wie eine Mühle zu bauen. Ach, hier kann ich auch nochmal eine Baracke reinbauen, wenn wir schon dabei sind. eine Mühle und eine Bäckerei. Ah, Brauerei können wir jetzt bauen, sehr geil. Wo ist die Bäckerei? Wo ist die Bäckerei? Die sehen alle so fett aus, die Gebäude. So, hier ist natürlich das Problem, das wird natürlich hier ist kein Durchgang, aber ich will jetzt da auch keinen bauen. Ich würde das jetzt ganz gern so lassen. Und eine Eselzucht können wir bauen. Das wäre auch mal ganz wichtig. So, müssen wir da einen bauen. Okay, ist ja okay. Macht ja nichts. Das macht nichts. So, dann machen wir hier unten noch einen Holzfäller. Wenn wir den schon haben. Den Platz und da die Bäume stehen. So, jetzt sind wir hier in den Steinbruchmeister. Der haut sich da erstmal die weg. Sehr gut. Und hier dann auch die nächste Baracke. Was haltet ihr so von Siedler 2? Habt ihr das früher eigentlich auch viel gespielt? Habt ihr das überhaupt gespielt? War es eure Zeit noch? Die nächste Generation ist ja... Ach Gott, jetzt hier hinten haben wir nur Eisen. Nächste Generation ist ja, schon ein bisschen jünger als die Standardversion, die Originalversion, genau das Wort habe ich gesucht. da ist die nächste Generation ja ein wenig frischer, das heißt, ihr könntet die alle noch mitbekommen haben. Weiß ich nicht, sag doch einfach mal was dazu. Was sagt ihr dazu? So, ich sage auf jeden Fall erstmal hier Eisenbergwerk anbinden. Zack. Und die Straße kann meinetwegen weg. Machen wir das so. Okay. So, dann haben wir hier 3 Eisenbergwerke und 2 Kohlebergwerke. Das ist natürlich wenig. Ich könnte hier noch eins bauen. Ist eigentlich Rohstoffverschwendung, ne? Aber egal. Holen wir uns mehr Kohle. Ist schon okay. Weil ich bin ja tatsächlich mit Siedler 2 aufgewachsen, also mit der Originalversion. Das ist tatsächlich mein allererstes wirkliches PC-Spiel gewesen. Womit ich dann halt richtig groß geworden bin auch. Was ich auch ewig gespielt habe. Das habe ich, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre ich das gespielt habe. Auch jetzt spiele ich es gerne noch, wobei ich jetzt leider es noch nicht auf meinem PC hier installiert habe, auf meinem neuen Laptop. Das wäre vielleicht mal ganz geil zu machen. Aber habe ich bislang nicht. Von daher, müsste man das vielleicht nochmal nachbauen. Ach toll, hier kann man, muss ich sowieso gar nicht lang. Okay. Aber ist auf jeden Fall echt ein cooles Spiel gewesen, schon immer. Und allein deshalb muss es eigentlich ja jetzt auch in diese Let's Play-Reihe mit aufgenommen werden. Ne? Ich hoffe, dass es bei euch einigermaßen auch ankommt, dass ihr nicht denkt, das ist ja todlangweilig hier. Ich kann jetzt auch nochmal gerne das Tempo ein bisschen erhöhen. Wir sehen, es fehlt an Holz. Wir sehen, wir haben 0 Holz, aber wir könnten hier mal diese ganzen Stämme rauskicken, damit dann hier, guck mal, ihr seht das ja, da sind 5 drin, aber hier sind beides 0. Und wir können ja mal dafür sorgen, dass die hier dann auch reingebracht werden. So, wir sehen aber auch, dass hier die Leute, der hier zum Beispiel, der muss jetzt warten, der kann hier gar nicht ausliefern, weil hier so viele Steine rumliegen. Und die Bretter werden halt vorher geliefert. Und deswegen kann er hier gar nicht so loslegen. Das ist natürlich echt doof. So, Militärgebäude besetzt. Da muss ich hier mal kurz schauen, was hier los ist. Okay, wir gucken auf die Karte. Das Gebiet ist aber echt weit weg. Die sind echt richtig weit weg. Wobei, es kann natürlich schon sein, dass die hier dann relativ zeitnah auftauchen. Könnte sein. Ich sag's einfach mal so dazu. Man weiß es nicht. Ich baue ja trotzdem erstmal nur weiter Baracken fröhlich.
einfach so ein bisschen hier durch die Gegend. Und dann gucken wir mal, was dabei rumkommt. Ja, hier Bauernhof bauen, genau, das ist ja sowieso sehr wichtig. Die beiden Bauernhöfe, die hier gebaut werden, die sind auch ganz fröhlich dabei. Eine Mühle, eine Bäckerei und eine Eselzucht haben wir. Das ist für den Anfang erstmal okay. So, Gebäude errichtet, Baracke, die hier hinten. Okay, sehr schön. Dann geht es hier auch nochmal gleich ein Stückchen voran. Wir können auch keine Schweinefarm bauen, das ist ja echt mickrig. Ja, und wir sehen, jetzt hat mich das große Problem ereilt, dass wir halt kein Holz mehr haben. Liegt allerdings nicht an unserem Vorrat an Holzstämmen, sondern an der Verteilung hier im Sägewerk. Wenn natürlich nur ein Sägewerk arbeitet und die anderen beiden nicht, ist das halt ein bisschen doof. Und der steht hier jetzt auch rum und wartet, dass hier die ganzen Steine rausgeliefert werden. Das ist halt auch immer so ein Ding. Dadurch, dass, dass ich viele Gebäude auf einmal gebaut habe, war jetzt auch ein bisschen blöd von mir, ganz ehrlich. Dadurch kommt halt nicht so viel. Ah, guck mal, jetzt fängt er an, hier den zu versorgen. Na, das ist ja schon mal ganz schön. Das ist ja schon mal ganz schön, dass der jetzt versorgt wird. Und da kommt der erste Farmer raus. So, das ist doch nett. Hier, guck mal. Sehen aus wie die Schlümpfe hier, ne? Da kommt Papa Schlumpf. Sehr gut. Sehr schön. Das soll er mal machen. Und ich beende hier die Folge mal. Hoffe, dass es euch soweit gefallen hat. Und beim nächsten Mal sehen wir uns dann frohen Mutes wieder. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Ciao.